Hallo und willkommen zurück bei Plexiglas Mountain. Lange, lange ist's her, zumindest für mich. Ich weiß, ihr seid immer verwirrt. Vielleicht seid ihr auch nicht verwirrt. Ihr seid clever, ihr kriegt das schon hin. Ich habe viele hilfreiche Kommentare bekommen und ich habe selber viele Sachen nachgeforscht. Und wir werden uns mit einigen Sachen beschäftigen, aber ich glaube, das hier müssen wir umbauen. Das ist der Nutritional Liquifier. Ich weiß nicht, was ich da reingetan habe. Nach der Aufnahme habe ich ein paar Sachen gemacht und vorbereitet und kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Und es gibt keine Aufnahme davon, damit ich nachgucken kann, um mich daran zu erinnern. Das ist ein Problem. Deshalb wisst ihr jetzt genauso viel wie ich. Aber wir haben auf jeden Fall Nutritional Paste und wahrscheinlich habe ich einfach einen Haufen Zeug reingepackt, der hier nicht mehr drin ist. Wir haben immer noch die Plate of Shepherd's Pie, der wahrscheinlich auch da rein kann. Der auch da rein kann, genau. Kann auch da rein, macht ein furchtbares Geräusch, will ich jetzt erstmal nicht machen. Ich habe auch hier einen Haufen Ores in der Tasche. Wahrscheinlich, weil wir die mit Silk Touch abgebaut haben. Und da ich keine andere Pickaxe habe, können wir die gar nicht normal abbauen. Was wir ja auch nicht wollen. Aber für Coal Ore könnte ich jetzt in den Smelter packen. Bringt eine Kohle. Redstone Furnace und Pulverizer gibt es aber schon zwei. Obwohl, nee, Additional Chance 50%, ne, ist ja super. Gibt es irgendwo Crusher Spirit? Das kenne ich nicht. Der Crusher hier, Riesen-Multiblock-Struktur, hat 4. Enrichment Chamber hat 2. So, das ist schon mal schön. Dann würden wir den in die Enrichment Chamber packen, da haben wir garantiert 2. Und davon haben wir auch was. Mein Problem ist jetzt hier mit diesem Setup, dass... Ach, da oben ist ja auch so ein Dingens, da ist ja noch so eine Wolke. Ist mir doch gar nicht aufgefallen. Und wisst ihr auch, warum mir das nicht aufgefallen ist bisher? Weil ich jetzt die Renderdistanz von 8 Chunks auf 12 Chunks erhöht habe. Und das konnte ich tun, weil ich ein massives Upgrade an meinem PC vorgenommen habe. Und die Renderdistanz ist jetzt buchstäblich 50% weiter. Und ich habe hier links oben zwischen 250 und 350 Frames, wie wir eben gesehen haben. Wir könnten die Renderdistanz also wahrscheinlich noch höher schrauben. Was aber wahrscheinlich nicht nötig sein wird. Wenn wir jetzt hier auf 16 gehen, man muss ziemlich vorsichtig sein mit dieser Distanz. Jetzt wird es neu gerendert, 16 Chunks und wir haben immer noch, um die 200 Frames, während ich aufnehme, nicht wahr? Jenseits von Full HD. Und deshalb sehen wir jetzt hier diese Wolke und vielleicht auch andere Sachen, die sonst einfach zu weit weg waren, um sie zu sehen, weil sie nicht gerendert wurden. Aber ich habe jetzt hier im Haus 300 Frames teilweise. Wir können, glaube ich, auch bei 16 Chunks bleiben. Jetzt gehen wir erstmal schlafen, sonst holen mich hier irgendwelche... wie heißen die? Phantome, ne? Sonst holen mich Phantome. Das hier ist ja nett, aber das will ich nochmal anders machen, weil ich glaube, diese Übersicht brauchen wir gar nicht. Eine interessante Sache, die wir gleich machen. Ich hatte ja gefragt, wie wir mit dem Spawner umgehen können. Und da gibt es tatsächlich einen Block... wurde mir in Kommentaren geschrieben, mit denen man den Spawner immer aktiv halten kann, auch wenn kein Spieler anwesend ist. Das ist also tatsächlich ein Problem. Und das Ding heißt Spawner Agitator. Und sowas habe ich ja tatsächlich zufällig schon mal gefunden. When placed on mob spawners, the spawner agitator will prevent the spawned entity from despawning when the player leaves the area. Additionally, the spawner will keep spawning while the player is not in the area. Mob farm anyone? Habe ich einfach so gefunden. Das ist natürlich fantastisch. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Hoppala. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Putting on, das könnte bedeuten, dass man den wirklich irgendwie auf diesen Spawner draufsetzen muss, dass er das irgendwie damit verbindet. Oder dass er vielleicht einfach nur on top geht. Nein, er verbindet sich richtig damit. Das war jetzt meine Frage. Ob der Spawner Agitator sich mit dem Spawner verbindet oder als extra Block on top steht. Aber er verbindet sich scheinbar richtig damit. Und jetzt sieht der Spawner anders aus. Und cool, kann man sagen. So ein bisschen verstärkt. Sehr schön. Dann haben wir das jetzt nämlich auch geschafft und dann wird der ganz von alleine spawnen. Und jetzt wird natürlich die Situation kommen, dass wir hier irgendwann Probleme kriegen, weil zu viel Essence drin ist. Aber das ist eigentlich kein allzu großes Problem, würde ich behaupten. Jetzt würde ich gerne nochmal gucken, was der gekostet hätte. Ach, den kann man gar nicht herstellen. Wunderbar, gut, dass wir ihn gefunden haben. Die Ores kommen erstmal wieder weg. Ich weiß, dass sie da sind. Machen wir später. Ich will das hier alles umbauen.
Das finde ich so doof. Und ich dachte auch, ich hatte überlegt, dass wir hier dieses Blue Network Cable benutzen, um auch Strom zu übertragen, was man ja machen kann. Aber ich dachte mir dann auch, das wird alles in Reihe geschaltet. Das heißt, dieses Stück, oder sagen wir anders, dieses Stück Kabel, was hier rausgeht, spaltet sich auf in alle Maschinen. Und wenn jede Maschine 100 Redstone-Flux zieht, dann muss das Kabel hier 1000 übertragen, wenn alle gleichzeitig laufen. Und ich weiß nicht, wo bei diesem Network-Cable das Limit ist, aber ich bin der Meinung, mit dem Universal-Cable sind wir auf der sichereren Seite, weil wir das upgraden können. Und ich will nicht, dass das irgendwann zu einem Flaschenhals wird, weil das Kabel nicht genug übertragen kann, wenn es von diesem Energy Cube ausgeht. Deshalb bleiben wir bei diesen Kabeln, werden die wahrscheinlich unter Tage verlegen. Ich will eigentlich einen Keller bauen, wo man hingehen kann, um diese Kabel zu verlegen, zwei Blöcke hoch. Und dann legen wir von oben diese Network-Cable, um die miteinander zu verbinden. Das kann hier um die Ecke gehen und da auch rein. Hier kann man ja noch stehen. Das sollte schon funktionieren. So, bevor wir das machen, brauchen wir eine andere Stromversorgung, weil das finde ich doof. Ich habe auch einige Sachen wieder gespeichert. Ein Muffler, wenn uns eine Maschine zu laut wird. Basic Chemical Tank. Den können wir herstellen, um unterwegs mehr Hydrogen dabei zu haben. Freerunner, die heißen nicht mehr Longfall Boots, damit wir keinen Sturzschaden nehmen. Gepanzertes Jetpack und so weiter. Wir haben hier einige Sachen vor uns. Aber ich will vor allem Advanced Solar Generator. Weil die erzeugen relativ viel Strom und erzeugen ein bisschen Krach. Ich weiß nicht warum, deshalb der Muffler. Advanced Solar Generator, die können wir aufs Dach stellen und die erzeugen für uns Solarstrom. Und da brauchen wir natürlich früher oder später einen größeren Energy Cube, damit wir auch über die Nacht kommen. Wenn ich mal nicht schlafen sollte. Aber das sehen wir dann später. Advanced Solar Generator, nur Iron Infused Alloy und dieses Solar Generator. Energy Tablet, auch nicht allzu dramatisch, mehr Infused Alloy und Solar Panel Sheet of Plexiglas. Das wird jetzt interessant. Wir können in einer Sawmill unser Plexiglas zerschneiden. Ich glaube, aber eine Sawmill habe ich nicht, nicht wahr? Wir setzen mal die da rein und die Precision Sawmill. Ich glaube, wir haben weder noch. Im Casting Table weiß ich nicht, ob ich das jetzt alles schmelzen will. Eigentlich, das geht so viel schneller, ist es eigentlich nicht nötig. So, jetzt gucken wir nur mal. Wir haben keine Saw. Nee, haben wir nicht. Nein, keine Saw. Die Precision Sawmill hat so, hat diese, ja, das ist einfacher. Die Industrial Craft Maschine ist einfacher. Brauchen wir nur zwei Copper Gears und Redstone Flux Coil und was noch? Machine Frame, Tin Gear. Man, vielleicht, ich denke immer so eine, jetzt habe ich kein Iron mehr. Wow. Okay, ich denke immer so eine Standardsachen wie Tin Gears und sowas sollte ich einfach mal ein paar im Voraus herstellen. Aber tue ich irgendwie nicht. Energized Smelter, okay, das muss einfach nur geschmolzen werden. Oh! Ja, praktisch! Da habe ich ja noch Iron Ore. Okay. Das können wir jetzt auch hier in unsere Foundry reingeben. So. Oh, guck mal. Der spawnt da munter weiter und der hier ist voll. Und die anderen hier haben noch Lava drin. Ah, jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir hier auch Blazing Blood drin. Weil hier hat sich eben schon die Tube gefüllt. Und da ist nochmal eine Cloud. Toll, was man alles sieht. Also, als ob man irgendwie eine Brille aufgesetzt hat oder sowas. So, das kommt oben noch mehr Iron Ore rein. Das ist super, dass wir so viel Iron haben. Das war mir irgendwie gar nicht bewusst. 6 Blöcke haben wir hier schon mal. So. Jetzt wollte ich eigentlich mal, das kam mir jetzt nicht so vor, als ob die wirklich viel Gegenstände spawnen. Wir könnten es hier auch automatisieren. Warte mal. Hä? Das Blazing Blood? Ach nee. Moment. Ja stimmt, das Blazing Blood, das sammelt sich hier nicht zum Blaze Rods rausholen, weil es sofort in den Tank übergeht. Das muss ich, glaube ich, erst einmal sammeln. Also ich glaube, die ganze Pipe muss erst einmal voll werden mit Blazing Blood und alle Tanks auch, dass er keinen Output mehr hat. Und dann bleibt es in der Smeltery drin und dann kann ich Blaze Rods rausholen. Glaube ich. Weil aktuell kann ich nichts rausholen, weil hier nichts ist. Was hier an Blazing Blood drin ist, wird immer sofort rausgezogen. Okay. Das wird sich aber
von alleine halten, prinzipiell. Also von alleine ein Equilibrium schaffen. Gibt es dafür ein deutsches Wort? Ist das ein deutsches Wort? Ich weiß es nicht. Der wird ein Equilibrium schaffen und dann sollte sich das eigentlich alles von alleine klären. Warum kriege ich das immer in die Hand? Ich will das nicht in der Hand haben. Ich will eine leere Hand haben. Das dachte ich schon öfter, ob es nicht irgendwie ein Werkzeug gibt, was einfach nur einen... Seht ihr, egal in welche... Na, egal. Ob es nicht ein Werkzeug gibt, das immer dafür sorgt, dass man eine freie Hand hat in Minecraft. So dass kein Item automatisch in die Hand gegeben werden kann. Weil man halt eine freie Hand möchte. Also einfach nur ich denke einfach nur einen Block für einen gewissen Slot, dass da nichts anderes rein kann. Wisst ihr? Dann könnte ich mein Slot in der Hotbar praktisch fixieren oder locken, damit da nichts anderes rein kann. Ich weiß nicht, ob irgendjemand das damit etwas anfangen kann oder das brauchen würde. Das wäre dann wieder so eine Mod, die ich dann für mich selber schreiben würde, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Der arme Pesti wird nie anfangen, irgendwie programmieren zu können oder sowas. Aber gut. So, jetzt haben wir hier schon 15 Blöcke. Das ist natürlich eine Menge. Nochmal 6 Blöcke. Meine Fresse, ey. Okay, ich denke, wir lassen das hier erst einmal. Und ich komme dann nach der Aufnahme wieder dahin zurück. Das ist halt so eine Sache, die macht man gerne oder die macht man halt, wenn man einfach so für sich spielt und so. Aber in der Aufnahme ist es halt nicht sonderlich aufregend. Wir haben jetzt hier jedenfalls 2,5 Stacks Iron, was super ist. So. Und das heißt, wir können hier auch problemlos... Ah! Okay, mach mal Sand. Gib mal Sand. Ach! Okay, hör mal auf damit. Schmelz mal erstmal Sand. Schluss jetzt mit dem Blödsinn. Erstmal Sand schmelzen. Hier kann noch mehr Iron rein. Bam. Wie viel haben wir denn da jetzt? 9 Blöcke. Was gar nicht so viel klingt. Man muss ja nur 9-mal klicken. Ich meine, ich glaube, man könnte auch hier oben nochmal Outputs machen. Die müssen, glaube ich, nicht auf der untersten Ebene sein. Das macht man immer so? Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich muss sagen, ich habe es noch nie probiert, deshalb habe ich keine Ahnung. Aber vielleicht könnten wir auch hier überall noch eine zweite Reihe machen. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. So. Der hat jetzt hier 7 Glas, das ist okay. Das reicht erst einmal. Bam, bam. Machine Frame. Und eine Saw Blade. Mann, das ist aber viel Iron. Donnerwetter. Finde ich nicht gut. So, Sawmill. Okay, die stellen wir dahin. So. Und die braucht jetzt etwas Plexiglas. So, Cyan Plexiglas. Ich glaube, das ist egal, welche Farbe das Plexiglas hat. Oder die, vielleicht gibt es diese Plexiglas-Shards auch nur in einem Farbton. Ja, Sheet of Plexiglas, das gibt es nur in einer Farbe. Okay. Für ein einziges Advanced Solar Generator bauen wir wir bauen 4 Solar Generator. Nee, nochmal anders. Nee, doch. 4 Solar Generator. 1, 2. Nee, anders. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mal 4 sind 28, 30. Wir brauchen 30 Infused Alloy für einen einzigen Advanced Solar Generator. Natürlich kann man den normalen Solar Generator auch schon benutzen, aber der Advanced Solar Generator ist halt Advanced. Also 30. Iron und Redstone. So. Dann nehmen wir jetzt einfach mal so. Einen halben Stack von beidem. Metallurgic Infuser. So. Und ja, ich weiß, wenn man Redstone zuerst in die Enrichment Chamber macht, ist es Enriched Redstone und da braucht man nicht so viel Redstone im Metallurgic Infuser. Ich weiß Bescheid. Fand ich schon immer etwas nervig. Das ist immer so dieser zusätzliche Schritt dazwischen und da habe ich ganz ehrlich gesagt einfach keine Lust drauf. 29, ich weiß nicht, ob das mehr geworden ist oder weniger. Kann ich gerade nicht so richtig sagen. Das hier wollte ich ja ändern. Und zwar auf eine Art und Weise, dass ich das auch rausnehmen kann. Weil ich finde es ein bisschen nervig, dass die Sachen, die da auf dem Monitor zu sehen sind, eine Information sind, ich sie aber nicht rausnehmen kann.
Und hier sind ja auch schon die Presses. Aber die Presses kann ich jetzt hier natürlich nicht sehen. Prinzipiell. Ja, ne? Ihr versteht schon. Das können wir ändern, indem wir einen Storage Bus bauen. So, das ist was ganz Tolles. Wir bauen mal ein Storage Bus. Ein MI-Interface. Da bauen wir noch einen Annihilation Core und einen Logic Processor. So, bauen wir. Okay, Logic, warte mal. Ein Logic. Wunderbar. Redstone und Silicon. Gut. Das haben wir jetzt zum Glück schon vorbereitet. Weil wir das ja schon alles hatten, prinzipiell. Und das wird jetzt auch gleich wieder exportiert oder importiert. Denn, ja, Annihilation Core. Da ist er. Auch wieder zwei, das ist ganz gut. MI Interface, bam. Und dann brauchen wir noch zwei Pisten, 1 und 2. Und noch ein Sticky Pisten, bam. Und da haben wir unseren... Da haben wir unseren MI Storage Bus. Das ist fast so etwas wie ein Export Bus, aber ein bisschen anders. So, wenn wir den hier ranmachen, dann haben wir hier eine große Filterliste. Diese Filterliste ist viel größer als ein Import- oder Export-Bus. Aber ein Storage-Bus ist Attached to External Storage Items. Das ist etwas ganz Besonderes. Wenn wir jetzt in diesen Storage-Bus einen Inscriber Logic Press reintun, ja, machen wir mal, und den jetzt mit FluixCable verbinden. So. Das kann man besser demonstrieren, als es zu erklären. Dann versucht dieser Storage Bus, Inscriber Logic Presses hier in diese Chest zu exportieren. Wenn ich jetzt hier die Inscriber Logic Press reintue, dann ist die immer noch hier drin. Ja, die kann ich rausnehmen, die ist immer noch da. Aber in Wirklichkeit ist sie in dieser Chest drin. Das ist also prinzipiell alles, was in dieser Chest drin ist. Also auf alles, was in dieser Chest drin ist, kann ich über das Crafting Terminal zugreifen. Und wenn es in dem Filter drin ist, wird alles, was in dem Filter drin ist, automatisch hier rein importiert. Ich kann jetzt hier die Logic Press, die Calculation Press, die Engineering Press, die Silicon Press. So, jetzt gehen wir hier kurz rein. Die muss man alle einmal rausnehmen, damit sich das aktualisiert. Das ist kein Import oder Export was. Ihr seht, die sind alle noch drin, ja? Zwei von denen, eine von denen. Und wenn wir hier reingehen, sind die hier. Und wenn ich jetzt hier Calculation Press rausnehme, dann ist die natürlich hier auch weg. Wenn ich sie reintue, ist sie hier zu sehen und sie ist auch wieder in der Chest drin. Und das will ich hiermit machen und dann kann ich besser darauf zugreifen. Dann will ich nämlich die Silicon hier auch reintun. Dann machen wir so und so. Und dann will ich auch diese Printed-Sachen da reingeben. Da brauchten wir dann jetzt nochmal... Ach ja, das funktioniert übrigens so auch, ne? Wenn ich das hier reintue, dann zeigt er das nicht als etwas an, was verfügbar ist. Das ist ja scheiße. Okay, dann müssen wir diese Monitore tatsächlich ein bisschen... umdisponieren. Ach, das zeigt er jetzt wieder an. Ah. Okay, dann müssen wir es wahrscheinlich in das System selber reingeben. Aber diese Monitore brauchen wir dann buchstäblich nicht mehr. Sie sind nicht mehr nötig, weil ich einfach hier reingucken kann. Und das ist sehr viel näher dran. Und ich muss nicht danach suchen, weil ich einfach sehe, was da ist. Calculation Engineering Circuit. Die wollen wir da reintun. Damit, wenn wir das herstellen, dass das gleich hier in dieser Chest landet. Engineering, Calculation. Was gibt es denn noch? Es gab doch noch einen anderen. Logic. Okay. Logic Circuit ist Gold. Bam. Und nochmal Redstone. Okay. So, dann machen wir... Dann machen wir Gold. Ach, komm schon. Logic, Logic, wo ist Logic? Da. Da ist Logic und Gold. Und dann wird er das gleich hier raus exportieren. Ich werde wahrscheinlich so schnell nicht klicken können. Nee, kann ich nicht. Aber das macht nichts. So, Logic. Den setzen wir dann auch da rein. Und jetzt werden wir die alle herstellen.
Und können das einmal komplett definieren mit allen, die es gibt. So, wenn ich den jetzt herstelle, dann müsste der eigentlich gleich in der Chest landen. Dieses Printed Silicon. Ja, da ist er. Seht ihr, das geht sehr viel schneller. Das ist sehr viel angenehmer, das so zu machen. Deshalb möchte ich das so machen, weil es einfacher ist. So, da setzen wir nochmal die rein. Und so. Und wenn ich gleich die Processor in den Storage Bus gemacht habe, dann landen die auch automatisch in der Chest. Gut. Und das ist egal, wo ich das crafte oder wo ich das reingebe. Ich kann einfach alles hier reingeben. Und dann gucken wir nach dem Processor. Die holen wir hier raus. So. Und setzen die da rein. So, und dann tun wir das hier rein und das kommt alles wieder weg. Und dann haben wir hier unser Processor, unser Silicon und wir sehen auf einen Blick, was wir haben.